Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Lackstore. Heute wollen wir euch mal ein richtig spannendes Material vorstellen, den MIPA Protector Lack. Das Material kommt ursprünglich aus dem Offroad-Bereich und ist unter Pickup-Piloten schon lange sehr beliebt. Ihr kennt es vielleicht unter verschiedenen Markennamen, bei uns heißt es Protector und ist in Schwarz sowie als farbloses Material erhältlich, welches man nach eigenen Wünschen einfärben kann. Der Hersteller ist die Firma MIPA. Eigentlich ist es als widerstandsfähige Beschichtung für Ladeflächen von Pickups gedacht, man kann damit aber durchaus auch ganze Autos beschichten. Die Beschichtung ist elastisch und hoch belastbar. Steinschläge haben überhaupt keine Chance. Wir haben uns mal mit der einfärbbaren Variante von MIPA Protector befasst und eine Motorhaube mit drei verschiedenen Pistolen beschichtet, um unterschiedliche Oberflächenstrukturen zu erzeugen. Die Motorhaube haben wir wie für einen normalen Lackaufbau vorbereitet. Das Anmischen des Protectors ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber keine Raketenforschung. Nach dem Öffnen der Versiegelung von der Kartusche wird zuerst der Hertha MIPA H10 zugegeben. 250 ml kommen in die Kartusche, welche bereits 750 ml des Protector-Grundmaterials enthält. Das Mischungsverhältnis ist also 3:1. Dann wird geschüttelt. Ausdauernd und gründlich, mindestens 2 Minuten lang. Und die können lang und schwer werden. Jetzt werden 100 ml Tönfarbe hinzugegeben. Das Coole ist, man muss sich hier nicht auf Rahlfarben beschränken. Man kann Farben mit Metallic-Effekten etc. benutzen. All das geht in diesem MIPA-System. Unser Farbton aus Pigmentpasten besteht aus grobem Silber und Schwarz und sieht selbst bei der hohen Schichtstärke des Protectors noch immer gut aus. Nach Zugabe der Tönfarbe wird die Kartusche wieder kräftig geschüttelt und ist dann startklar. Wir haben unsere Motorhaube in 3 Bereiche unterteilt und beginnen mit dem Auftrag vom Protector mit der Unterbodenschutzpistole. Den Pistoleneingangsdruck haben wir bei 2,0 bar gelassen. Die Struktur ist erwartungsgemäß grob. Das Material hat nach der ersten Schicht schon gut gedeckt. Die Schicht ist schön gleichmäßig, trotz des kleinen Spritzkegels der UBS-Pistole. Für den mittleren Bereich nimmt unser Lackierer eine Füllerpistole mit 1,6 mm Düse. Der Protector wird dafür mit etwa 10% Acrylverdünnung eingestellt, damit er überhaupt durch die Düse geht. Hier müssen wir 2 Schichten auftragen, damit das Material deckt. Die Struktur ist deutlich feiner, der Farbton wirkt dadurch heller. Das gefällt uns aber ganz gut. Der letzte Abschnitt wird mit der Spritzspachtelpistole gemacht, Düsenweite 2,0 mm. Der Lackierer hat wieder 10% Verdünner im Material. Die Struktur ist wie zu erwarten deutlich gröber als bei der 1,6er Düse, aber feiner und gleichmäßiger als bei der UBS-Pistole. Wir haben noch einmal mit weniger Druck und mehr Abstand übergenebelt, um etwas mehr von der Struktur zu bekommen. Das sind natürlich nur 3 von vielen verschiedenen Möglichkeiten. Man kann noch endlos mit Spritzdruck, Abstand und Düsengrößen experimentieren. Man kann den Protector vor dem Ausnebeln noch ablüften lassen, dann wird die Struktur noch gröber. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Blick in das sehr ausführliche technische Merkblatt vom Protector. Dort sind das Prozedere des Anmischens und die verschiedenen Auftragsverfahren gut beschrieben. Vielleicht noch ein kurzer Ratschlag. Man sollte unbedingt eine Testfläche anlegen, bevor man auf das Auto losgeht. Sonst versammeln sich viele verschiedene Versuche auf einem Fahrzeug und mal eben wieder anschleifen und nochmal machen, das geht halt bei so einer Beschichtung nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass Protector richtig geil auf manchen Motorrädern aussehen könnte. Was meint ihr? Habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrungen mit solchen Ladeflächenbeschichtungen gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Liked das Video, um uns zu unterstützen und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wir wünschen euch wie immer good luck und bis zum nächsten Mal.